Mit einem Festakt hat die Bosch-Gruppe ihr neues Zentrum für Photovoltaik in Arnstadt am Freitagvormittag in Betrieb genommen. Insgesamt investierte das Unternehmen rund 520 Millionen Euro in den neuen Bereich am Standort am Autobahnkreuz Erfurt. Künftig sind neben der Zentrale des Geschäftsbereichs Solar Energy die Forschung und Entwicklung, die Fertigung von Solarzellen und Modulen sowie ein Ausbildungszentrum unter einem Dach vereint. Der Standort Arnstadt ist von nun an das Kompetenzzentrum. Von dort aus werden alle weltweiten Aktivitäten rund um die Photovoltaik von Bosch geplant und gesteuert, erklärte Franz Fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bosch-Gruppe. Und auch Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sieht im neuen Produktions-, Forschungs- und Ausbildungsstandort ein Bekenntnis Thüringens zur Photovoltaik. Das ist von ganz zentraler Bedeutung für den Freistaat Thüringen, für das Bekenntnis zur Photovoltaikbranche, die wir dringend brauchen, für das ganze Netz der erneuerbaren Energien. Aber es ist auch ein Bekenntnis zum Investitions- und Innovationsstandort Thüringen. Und es ist heute sozusagen auch die Eröffnung eines Leuchtturmes innerhalb der Photovoltaik, aber auch der erneuerbaren Energien für Thüringen insgesamt. In einer Bauzeit von gut 2 Jahren sind auf einer Gesamtfläche von 382.000 Quadratmetern Büros und Produktionsgebäude entstanden. Insgesamt schafft das Unternehmen bis 2012 rund 1.000 neue Arbeitsplätze in Arnstadt, davon 600 noch in diesem Jahr. Mit bestem Beispiel voran geht das Unternehmen mit dem neuen Gebäudekomplex, denn an vielen Stellen setzt man neueste Entwicklungen im Solarbereich ein. So entdeckt man eine Weltneuheit am Verwaltungsgebäude. Lamellen mit Dünnschicht-Solarmodulen sind an der Fassade zur Energieerzeugung und als Schattenspender angebracht. Zudem kommen semitransparente Solarelemente in Deckenelementen zum Einsatz. Mit der Leistung der installierten Photovoltaiksysteme geht das Unternehmen mit grünem Beispiel voran. Denn es ist in der Lage, den Strom für den Bedarf unter anderem der Büros der gesamten Zentrale selbst zu erzeugen. Bosch steckt jetzt zusammen mit der benachbarten Fertigung von Ingots und Wafern an diesem Standort alle Produktionsschritte bis hin zum einbaufertigen Solarmodul ab.